Dekamerone 2020, jeden Tag eine Geschichte, jeden Werktag. Von und mit Severin Gröbner, heute Tag 24. Interessant ist ja, was dieses Virus mit den Menschen macht. Ich habe zum Beispiel heute einen Fernsehprediger gesehen, das ist schon interessant, was der so seiner Gemeinde erzählt. Den ich nämlich gesehen habe, der hat nämlich gesagt, und ich sage euch, der Herr höchst selbst hat das Virus gebracht, um uns zu prüfen, und um unsere Standfestigkeit zu prüfen und unsere Ehrlichkeit und unsere Keuschheit. Wir müssen es in Einkehr üben und Buße tun. Und ich sage euch, so preise den Herrn, preise den Herrn, preise den Herrn. Und wir bitten uns, dass er uns vergibt. Die Sünden der Vergangenheit und die Sünden der Gegenwart und die Sünden der Zukunft. Hoch lebe der Herr! Ja! Denn er ist der Meister, denn er ist der Herrscher, er ist der Controller, er ist der CEO, er ist der CEO. Er ist der sicher nicht für alles der Verantwortliche, aber er ist der Herrscher des Universums, des Kosmos, der Welt und auch über diese Gemeinde. Und gleichzeitig für nichts, aber auch für gar nichts verantwortlich. Warum? Ich frage euch, warum? Ich sage euch, weil wir ihn nicht erreichen können. Nicht per Telefon, nicht per E-Mail, nicht per WhatsApp oder Instagram oder Twitter. Er antwortet einfach nicht. Und deshalb sind wir im Bedrängnis des Glaubens. Und deshalb müssen wir ein Bollwerk sein in dieser Nacht, denn es gibt irgendwo ein Licht, ein Licht, ein Licht, ein Licht, ein Licht. Ja, es gibt ein Licht, das uns, und das ist sehr überraschend, leuchtet. Es ist ein Wegzeig, ein Weg zu der Burg des Glaubens, zu der Burg, wo wir uns alle zusammenfinden, eine Burg, wo wir hinunterblicken von den Zinnen, wie als Rechtgläubige auf die nicht ganz so Rechtgläubigen und sagen, hahaha, und uns dabei ein bisschen besser fühlen. Und deshalb sage ich euch, Virus, geh weg! Geh weg von dieser Burg aus, sage ich, geh weg, Virus, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, Virus, geh von dannen, Virus, 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 schlecht die, Virus, mach die vom Acker, Virus, mach ein Meter, Virus, vertickelt, Virus, 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 nein, und ich sage nicht nur zu dem Virus, geh weg, ich sage zu dem Vereinsrecht, geh weg, und ich sage zu der Steuerfahndung, geh
weg. Ich sage auch zu all diesen Menschen, die mich wegen sexuellen Missbrauch von Minderjährigen anklagen, geh weg. Ich sage auch, geh weg zu dem allgemeinen Strafgesetzbuch und ich sage auch weg zu dem Verbot, kokainhaltige Limonade an Minderjährige auszuschenken. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Und ich sage auch weg zu dem Verbot, sich Ostereier hart gekocht in den Dann habe ich abgedreht. Super. Das ist für ein Schmarrn, bitte. Richtig gut. Das ist fast so Scheiße. Nicht dafür schwer, haben sie wieder Geld, gell? Also so yeah, also unverschämt. Ja, sehr gut. Ich fand's ganz okay. So ein Mist. Ich finde das gut. Das ist ja der Hammer, was ihr habt. Ich finde das auch geil hier. Die super Scheiße. Also sowas. Das habe ich ja schon lange nicht mehr. Also so eine Gaudi. Sehr gut. So ein Dreck. Ich finde das ganz okay. Ich finde das gut. Ich finde das nicht schlecht. Was soll denn das? Total gut. So ein Quatsch, Alter. So mein Standpunkt.